Hey meine Beste draußen, ich bin Sam von Buddies United und herzlich willkommen zu einem weiteren WM 2018 Prism Pack Opening. Ich habe hier meine First of the Line Box. Das ist eine exklusive Box, in der es exklusive Karten gibt. In der normalen Box findet man entweder eine Autogrammkarte oder eine niedrig nummerierte Karte zu, glaube ich, 25 oder 30 mindestens oder halt niedriger. Hier drinne findet man eine garantierte Karte nummeriert zu 5, eine Parallel, die man nur in diesen Boxen bekommen kann, und eine Blue Shimmer Autogrammkarte. Also in jeder Box eine Autogrammkarte und eine nummerierte Karte zu 5, deswegen richtig, richtig geil. Und die hat $120 gekostet, wie die normalen Boxen ebenfalls tun. Das ist der zweite Teil von dieser Box. Wenn ich die Box öffne, seht ihr, die rechte Seite ist noch voll, die linke nicht mehr. Die linke habe ich bereits in einem anderen Video geöffnet. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, würde ich euch empfehlen, das jetzt als erstes zu gucken. Das ist oben rechts drinne. Ich darf euch spoilern, ohne zu zeigen, welcher Spieler es war, dass ich eine Karte 5 von 5 gezogen habe. Das spoilere ich euch. Wer es ist, spoilere ich euch nicht. Schaut euch das Video an. Und am besten schaut euch das als erstes an, weil ich kann euch nicht versprechen, dass ich nicht im Laufe dieses Videos den Namen sagen werde. Ich versuche es nicht zu tun, aber vielleicht rutscht er mir aus. Hier haben wir die nächsten 12 Päckchen. Anders als beim letzten Video habe ich hier meine Sleeves und Toploader direkt bereit für die Autogrammkarte, denn die fehlt noch. Also die 5 von 5 war die Parallel, die Autogrammkarte ist in eine der 12 Päckchen und soweit ich weiß, sind alle die Autogrammkarten nicht nummeriert. Also die sind exklusiv in diesen Boxen, nummeriert zu 12, in Blau, Blue Shimmer, aber nicht nummeriert. Trotzdem sind Spieler dabei wie Ronaldo, Pelé, Maradona, Messi, die alle sehr, sehr selten sind und sicherlich allein schon wegen dem Namen einen enorm großen Wert haben. Ich werde mal schauen, wie ich es machen werde. Vielleicht lege ich die dann auch zurück, wenn ich die am Anfang schon ziehe. Aber jetzt fangen wir schon mal an. Beim letzten Teil hatten wir schon ein paar richtig, richtig nice Inserts. Wir haben neben der Nummer zu 5 habe ich noch eine Blue bekommen, nummeriert zu 199. Das kann ich euch spoilern. Und ich hoffe, dass wir hier noch ein paar weitere nummerierte Karten bekommen. Hier haben wir als erstes Joel Campbell von Costa Rica. Ki Sung Jung. Und ist das schon? Nein, das ist die noch nicht. Wojciech Szczęsny und Kingsley Coman Prism. Also, sobald ich hier blau sehe, werde ich stockig für eine Sekunde. Munir Mohammedi und Idrissa Gueye. Ich bin extrem nervös. Bin schon fast am Schwitzen. Und bin einfach nur gespannt, was meine Autogrammkarte sein wird. Und ob ich vielleicht einen Messi oder Ronaldo bekomme. Oder ob es vielleicht doch nur ein Matthew Lecky wird. Hier haben wir Alexandre Lacazette. Douglas Costa. Ragnar Sigurdsson. Dann haben wir Ante Koric von Kroatien. New Era Karte. Ein junger Spieler. Mikael Lustig und Taha Yassine Kenissi. Nächstes Päckchen. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Übrigens, ich habe Steffen auch neben mir sitzen. Sag mal hallo. Hallo. Was war das? Joshua Kimmich. Oh oh. Nee, das ist noch nichts, glaube ich. Oder? Das sind zwei Glitzerkarten. Joshua Kimmich, Zagoyev. Ja, wir haben, glaube ich, zwei Insel in einem Päckchen. Das gibt's auch. Connections-Karte, Godoy und Perez und dann eine Mojo, Ashkan Dejaga, Ex-Bundesliga-Spieler, ich glaube deutscher Meister mit Wolfsburg geworden. Mittlerweile glaube ich irgendwo englische Liga, Nottingham Forest oder Fulham oder so. Hier, Ashkan Dejaga, die dürfte nicht nummeriert sein, ne, ist ein Mojo-Prison, davon habe ich beim letzten Video auch schon eine gezogen, die ist übrigens übergeil. Jan Sommer und Pedro. Nächstes Päckchen. Oh, ich bin schon wieder nervös. Ist es die Autogrammkarte? Ist das die Autogrammkarte? Ich darf nicht spicken, ich darf nicht spicken. Miranda. Nochmal Ashka Dejaga als Base.
Alexandre Kokorin. Ist noch eine Mojo. Noch eine Mojo. Joshua Kimmich. Joshua Kimmich hier. Wieder Mojo Prism. Also kaum habe ich erwähnt, dass ich die geil finde, schon kommen die zuhauf. Aber mir ist es recht, Christian Cueva und Nabil Diran. Und mit Joshua Kimmich auch einen richtig nice Spieler. Einer meiner Lieblingsspieler aktuell in der Nationalmannschaft, muss ich sagen. Ihr könnt übrigens euren Lieblingsspieler in der deutschen Nationalmannschaft auch gerne in die Kommentare schreiben. Jürgen Draxler ist auch ein Spieler, den ich sehr feiere, wobei, ja, dadurch, dass er jetzt bei PSG spielt und ich mir nicht unbedingt die PSG-Spiele anschaue, ist ein bisschen weit nicht mehr so auf dem Radar, sehe ich den nicht mehr so oft, aber an sich eigentlich ein Spieler, den ich feiere. Jürgen Draxler, Christian Bolaños, Gotuku Sakai, Scorers Club, Olivier Giroud, nice, Diego Godin und Granqvist. Der wird, glaube ich, seine letzte WM spielen. Ich glaube, der ist schon relativ alt. Hier ist ja Schweden ja ohne Ibrahimovic. Ich sehe wieder Farben. Ich sehe Farben, Leute. Lukas Biglia von Argentinien. Dusan Tadic. John Obi Mikel. Und wir haben eine Pink Prism von Mats Hummels. Purple ist die, ja. Mats Hummels, ist die nummeriert? Ja, 41 von 99 nummerierte deutsche Karte. Und die kommt in die Sleeve, Leute. Die kommt in die Sleeve. Hier, gleich eingesleeved. Und die bekommt auch einen Toploader, oder? Hat's verdient. Die ganz nummerierten Karten kommen in die... werden sehr gut behandelt. So, hier. Mats Hummels, die gefällt mir richtig gut. Also, fängt schon mal gut an. Jetzt bin ich gespannt auf die Autogrammkarte. Wir haben eine Mojo von Kimmich, dann eine lilane von Hummels. Und jetzt würde ich sagen, kommt erst noch Miroslav Klose als Blue Shimmer Autograph. Das wäre nice. Moussakni und Fajir. Ich glaube nämlich, dass Klose... Nee, ich glaube, Schweinsteiger gibt es auch. Ich glaube, Klose und Schweinsteiger sind die beiden Deutschen, die es bei den Blue Schimmer, also die ich hier bekommen kann. Bin ich mir aber nicht sicher. Klose wäre aber auf jeden Fall nice, weil den gibt es nicht in vielen Serien. Und auf jeden Fall eine Legende für Deutschland. Hier haben wir Jamie Vardy. Wir haben wieder eine Parallel, irgendwas drin. Jamie Vardy, Kevin Miralasch, Jung Won. Da haben wir eine von diesen goldschwarzen Parallels, die mir auch sehr gut gefallen. Wobei man oben auch leicht verwirrt werden kann, weil es gibt ja auch schwarze Prisms, die sind one of ones. Aber ich glaube, sobald es so glänzt und schimmert, weiß man, glaube ich, dass es keine one of one ist. Und das wäre mir jetzt auch ein bisschen zu viel gewesen für diese Box. Medi Benatia auf jeden Fall, Ex-Bundesligaspieler. Sergio Busquets und Peter Ankersen. So, Leute, noch fünf Päckchen. Eine Autogrammkarte ist noch dabei. Und ich habe irgendwie das Gefühl, es könnte dieses Pack sein. Könnte es sein? Ich habe irgendwas schimmern sehen, aber es sah nicht blau aus. Celso Borges. Javier Mascherano. Shinji Kagawa. Nee, doch nicht. Cristiano Ronaldo, Scorers Club. Also Ronaldo ist auf jeden Fall dabei. Den hatte ich, glaube ich, in meiner letzten Box auch schon. Jetzt fehlt nur noch Messi. Als Autogramm, Fragezeichen. Andreas Cornelius und Benedo. Also ich halte mir das Ganze hier selber ein bisschen zu hoch, dass ich am Ende zu groß enttäuscht werden kann, glaube ich. Aber ich will eine Hammer-Autogrammkarte ziehen. Ich habe dafür viel Geld bezahlt und ich will dafür auch was Anständiges bekommen. So, langsam wird's ernst. Ich habe hier Gary Cahill, Branislav Ivanovic, Miguel Layun. Habe ich eine Grün und Orange Renato Tapia von Peru. Dann habe ich Gassama und Svensson. Also, letzten drei Päckchen, Leute. Ich bin nervös. Würdet sehen, dass ich schwitze hier. Ich sitze auch noch mit einer Sonne. Also, ich bin wirklich nervös und... ist es jetzt in diesem Päckchen. Am besten wäre natürlich jetzt, wenn da gar keine drin wäre und ich einfach verarscht werde.
Also, das wär, also ich glaube, da würde mein Herz brechen. Also. Auf jeden Fall haben wir Thomas Meunier, Kingsley Coman, Jong Ki-hoon. Scheint, aber dann ist nur eine Refractor-Karte. Denis Klushakov, Andrei Carrillo und Godoy. Zwei Packs, Leute. Sie machen es mir. Die machen es auch noch so. Es wird im letzten Pack sein, wahrscheinlich. Wäre nicht das erste Mal für mich. Ich glaube, hier ist wieder nichts drin, ne? Macht es doch nicht so spannend. Kylian Mbappé, Fabianski, Jahan Bakash. Oh oh, hier ist eine Unter. Die ist umgedreht, Leute. Die ist umgedreht. Soll ich erstmal das andere öffnen oder das? Soll ich das einfach. Okay, ich drehe es einfach so um. Das ist sie, das ist sie. Das andere Pack? Okay, Steffen sagt, ich soll das andere Pack öffnen. Dann öffne ich das andere Pack. Oh, ich bin nervös, Leute. Auf jeden Fall, sehr, ich bin schon mehr erleichtert, dass sie überhaupt drin ist. Ich habe zwar noch nicht davon gehört, dass irgendjemand keine drin hatte, aber ja, man weiß ja nie. Also, hier haben wir Alisson, Torhüter von Brasilien, Marc-André Ter Stegen, Herrera, hier haben wir noch eine Refractor von Thomas Meunier, Markus Berg und Andy Polo, oder, ja. Wie soll ich das jetzt öffnen? Wie soll ich das jetzt revealen? Ich glaube, ich zeige jetzt einfach, oder? Ich zeige jetzt einfach und danach zeige ich euch noch die Base-Karten. Hier ist eine. Da drunter ist, glaube ich, keine mehr, oder? Nee, ich noch eine. Nee, ich zeige euch das Face. Oh, Mexiko. Ich glaube, das ist diese Legende Blanco, oder? Also, ich glaube, es gibt Blanco oder so heißt er und Chicharito. Und ich, das sieht irgendwie, oder vielleicht ist Chicharito? Chicharito? Oder, nein, Luis Hernandez, ich weiß gerade gar nicht, wie ich reagieren soll. Ist auf jeden Fall eine Legende. Ihr seht hier, die Unterschrift. So sieht man sie nicht so gut. Hier diese Blue Shimmer Autogramm. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wie ich reagieren soll. Also auf jeden Fall geil. Die Karte sieht extrem geil aus. Die Unterschrift komplett auf dem Sticker sieht auch eigentlich sehr, sehr cool aus. Aber ich bin mir gerade komplett unsicher, wie gut der ist. Das Trikot ist auf jeden Fall legendär hier. Dieses Mexiko-Trikot. Ich glaube, das war in den 90ern irgendwann, späten 90ern. 1998 vielleicht in Frankreich. Könnte sein. Ich glaube aber von meiner Zeit auf jeden Fall. Puh. Also, ich dachte, es gibt nur Blanco und Chicharito. Anscheinend gibt es auch Luis Fernandez. Doch, den habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen. Jetzt irgendwie mein erstes Gefühl, als ich den gesehen habe, dachte ich, der wäre sogar besser als die beiden. Oder nicht schlecht. Also, ich muss mir das gleich nochmal anschauen. Schreibt mir in die Kommentare, gute Karte oder schlechte Karte. Autogrammkarte. Ich habe noch eine Box, Leute. Ich habe die Chance auf Messi besteht noch. Auf Messi und Ronaldo. Hier als erstes auf jeden Fall Luis Hernandez von Mexiko. Okay, die kommen natürlich auch gleich in die Sleeve. Sieht extrem geil aus. Wenn man die nicht direkt im Licht anguckt, dann sieht man das Autogramm gut. So, und natürlich auch in Toploader gleich. Luis Hernandez für Mexiko. Auf jeden Fall mexikanische Legende. Die Karte oder den Spieler habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen. Luis Hernandez. Okay, auf jeden Fall Autogramm, schon mal nice. Aber ich bin sorry, dass ich nicht weiß, wie ich reagieren soll. Hier haben wir noch Moussa Konaté und Jahan Bakash. Den habe ich, glaube ich, euch schon gezeigt. Hier haben wir noch, achso, hier haben wir noch Gabriel Gomez für Panama. Ja, Leute, das war's dann auch schon mit diesem Video. Ich habe die versprochene Autogrammkarte bekommen. Die sieht auf jeden Fall mega krass aus. Ist nicht nummeriert, wie ich euch gesagt habe. Prism. Luis Hernandez. Ja, hier. 1998 war er dabei. Okay, also ich bin auf jeden Fall happy. Das Autogramm sieht nun gut aus. Ist komplett auf dem Sticker. Das gibt es ja auch nicht immer. Und die Karte sieht einfach mega heftig aus. Ist eine Legende, Leute. Ist auf jeden Fall eine Legende. Und
Ich denke, ich hätte es auf jeden Fall besser ziehen können, aber es ging auch auf jeden Fall schlechter. Das war's von mir. Ich habe hier zwei coole Deutsche noch bekommen. Einer nummeriert davon sogar eine Mojo. Und das war's von mir. Gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben und wünscht mir Glück für meine zweite Box. Die wird dann wahrscheinlich, ich würde mal schätzen, in so einer Woche oder anderthalb kommen. Wenn euch dieses Video gefällt, schaut euch auch den ersten Teil von dieser Box an. Und das war's von mir. Wir sehen uns bald wieder hier bei Valis United. Ciao.